Feststimmung im Zentrum von Schmannewitz. Am 11. April trafen sich hier Bürger und Bauherren, um den Ausbau der S24 im Ort symbolisch zu beginnen. Es wird ausgebaut, die gesamte S24, vom Ortseingangsschild bis zum Ortsausgangsschild. In dem Zuge ist es der nächste Baustein. Wir bauen ja die S24 im Gesamtstreckenzug aus. Viele Abschnitte sind ja schon in Ordnung, gerade jetzt hier in Richtung Süden. Und das ist quasi der nächste Stein Richtung Torgau, den wir jetzt hier neu bauen wollen. Die Staatsstraße 24 ist die direkteste Verbindung zwischen Wermsdorf im Süden und Torgau im Norden und führt etwa 1100 Meter mitten durch Schmannewitz, einem Ortsteil der Stadt Dahlen. Neben der Erneuerung der Fahrbahn werden hier Geh- und Radwege erneuert und teilweise erstmals angelegt, die Straßeneinmündungen gemacht und Parkplätze geschaffen. Hinzu kommt die vollständige Erneuerung der unterirdischen Leitungen wie Wasser und Telekommunikation und neue Straßenbeleuchtung. Matthias Löwe ist hier Bürgermeister und freut sich, dass es endlich vorangeht. Das ist nicht nur ein lang gehegter Wunsch, sondern auch eine Notwendigkeit für den Erholungsort Schmannewitz und für die ganze Struktur hier in Schmannewitz selber, für den Verkehr, der ja durch die S24 sehr stark ist, auch durch Schwerlastverkehr geprägt ist. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite wirtschaftlich im Landkreis Nordsachsen, Achse Torgau, Anschluss A14 wichtig ist. Und es ist einfach an höchster Eisenbahn, dass hier was passiert. Bereits Löwes Vorgänger sah 1998 die Notwendigkeit für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Schmannewitz. Sie ist in keinem guten Zustand, ist mehr oder weniger jetzt repariert worden. Und das ist auch die Infrastruktur, was insgesamt noch fehlt. Ja. Praktisch Trinkwasserleitung wird erneuert und Energie, alles das, was dazugehört. Straßenbeleuchtung von Seiten der Stadt ist auch notwendig. Auf LED leuchten natürlich, sodass wir dann eben hier wieder zeitgemäß und den Ansprüchen, den diese Verkehrsstraße braucht, Genüge tun können. Doch immer wieder gab es Probleme, die den Ausbau der S24 im Ort verzögert haben. Es gab immer wieder neue Forderungen, neue Bedingungen, neue Gesetzgebung, weil hier auch in dem Gebiet, wo wir leben, der Landschaftsschutzgebiet, Umweltbereich und so weiter mit betrachtet werden muss. Und das waren doch auch hohe Hürden, die teilweise mit in der Planung zu bewältigen waren und haben das auch ein bisschen verzögert. Im Herbst 2022 schienen dann alle Probleme beseitigt. Der Bau sollte 2023 beginnen und im Dezember 2024 beendet sein. Dazu kam es aber nicht. Zu der Verzögerung kam es. Wir hatten im Jahr 2023 ausgeschrieben. Da gab es leider kein wirtschaftliches Angebot, sodass die Ausschreibung aufgehoben werden musste. Neu ausgeschrieben und dann gab es jetzt in diesem Jahr den Zuschlag für die Baufirma Etzel, die jetzt die Maßnahme für uns alle umsetzt. Das Bauprojekt wurde in der Zwischenzeit auch deutlich teurer. Die Gesamtkosten wurden 2022 vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr auf etwa 2,8 Millionen Euro geschätzt. Heute geht man hier von Kosten in Höhe von 9 Millionen Euro aus, mehr als dreimal so viel. Das ist das Thema Baupreissteigerung, insbesondere um das Thema Ukraine-Krieg auch herum. Und das hat natürlich bei allen Bauträgern zu einer Material- und Knappheit geführt und entsprechenden Preissteigerungen. Und das war quasi auch verwaltungstechnisch nachzuholen mit Fördermitteln, mit Kostenfortschreibung und dergleichen. Die Kosten für den Straßenausbau teilen sich der Freistaat Sachsen, der 4,1 Millionen Euro aus dem Sonderprogramm zur Erhaltung der Staatsstraßen trägt, die Stadt Dahlen, die rund 2 Millionen Euro übernimmt, und der Landkreis Nordsachsen, der mit 60.000 Euro beteiligt ist. Außerdem werden mehr als 2,6 Millionen Euro durch die am Bau beteiligten Versorgungsunternehmen getragen. Für die Bauarbeiten muss die Ortsdurchfahrt vollständig gesperrt werden und es wurden weiträumige Umleitungen geplant und im Vorfeld der Bauarbeiten für die Mehrbelastung ertüchtigt. Ende April geht es dann richtig los. Also am 29. soll die Vollsperrung in Kraft treten und dann wird der Durchlass hier Richtung Ortsausgang Sitzenroda, Torgau, dort wird begonnen an der tiefsten Stelle. Das ist auch das, was etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt. Etwa erster Bauabschnitt bis hierher. Und es ist geplant, dass über den Winter, also vor Weihnachten, dann dieser Bauabschnitt erstmal freigegeben wird und im Frühjahr dann unmittelbar nach dem Winter der nächste Bauabschnitt erfolgt. Und damit, denke ich, können wir alle leben. Ich muss und habe das auch immer unseren Bürgern gesagt, es ist ein grundhafter Ausbau. Hier bleibt nichts Altes drin, hier kommt alles neu rein. Und wir bauen hier wirklich für die nächsten 50 Jahre, also für die nächste Generation.
Und diese nächste Generation packt hier schon einmal fleißig mit an, damit die Erneuerung der S24 in Schmannewitz auch pünktlich und problemlos fertig wird. Die Vollsperrung soll Ende 2025 aufgehoben werden. Die vollständige Fertigstellung der Baumaßnahme ist für Mitte 2026 geplant.